Wusstest du eigentlich, dass fast jede 10. Frau unbemerkt an einer Schilddrüsenunterfunktion erkrankt ist? Es leiden deutlich mehr und häufiger Frauen darunter als Männer. Welche Ursachen, welche diagnostischen Verfahren und welche Therapien dir zur Verfügung stehen und warum es gerade wichtig in Schwangerschaft und Stillzeit ist, erkläre ich dir jetzt. Bleib dran. Der weibliche Körper ist ja wunderbar. Er ist einfach wunderbar. Aber wir haben im Laufe unseres Lebens immer mal wieder mit hormonellen Schwankungen zu tun. Angefangen natürlich ganz vorneweg, Pubertät. Dann zum Zwecke der Verhütung kommen Hormonpräparate oft zum Einsatz. Irgendwann, viel, viel später, die Wechseljahre. Und jetzt ganz wichtig für uns, die Schwangerschaft. Genau. Die Schilddrüse, ganz, ganz kleines Organ, sitzt unterhalb des Kehlkopfes, aber hat echt eine super wichtige Funktion, denn sie produziert unsere Schilddrüsenhormone, T3 und T4. Und diese werden dann in unserem Körper freigesetzt. Und bei einer Unterfunktion, der sogenannten Hypothyreose, ist diese Hormonproduktion gestört. Eine Hypothyreose ist meistens nicht heilbar, kann aber mit Hilfe von Medikamenten und sehr vielen Tipps sehr gut behandelt werden. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie sich die Stoffwechselversorgung bei dir als Frau vielleicht äußert. Denn sie fällt total gerne, also diese Sachen, die immer wieder auffallen, kann man so gerne mal so typisch weibliche Befindlichkeitsstörungen. Ne? Und dadurch bleibt diese Erkrankung oft jahrelang unentdeckt mit all ihren unschönen Auswirkungen. Wie zum Beispiel auch der unerfüllte Kinderwunsch, ständige Müdigkeit und Gewichtszunahme oder auch keine Gewichtsabnahme, auch wenn man in einem anderen Ernährungsprogramm steckt. Also nicht, dass das schon reichen würde. Viele Frauen äußern immer wieder depressive Verstimmung, Leistungskonzentrationsschwäche, Verstopfung, raue Haut, trockene Haut, Zyklusstörung, starke Menstruation, Haarausfall und eine erhöhte Kälteempfindlichkeit und last but not least, keine Lust auf Sex. Ja, genau, das ist doch immer das, was auch gesagt wird. Die Ursachen könnten folgende sein. Ja, und wie so häufig in der Medizin reden wir oft von angeborenen oder erworbenen Störungen und wir unterscheiden hier zwischen primär und sekundären Fehlfunktionen. Primär heißt, der Grund liegt an der Schilddrüse selbst. Sekundäre Fehlfunktion ist eher seltener. Ursachen liegen auf den meist übergeordneten Zentren der Produktionssteuerung, wie zum Beispiel dem Hypothalamus und der Hypophyse. Was könnte das sein, eine angeborene Störung? Zum Beispiel könnte es sein, dass eine schwangere Frau, die eine Schilddrüsenüberfunktion hat, eine zu hochdosierte Therapie erhält und daraufhin das Kind direkt eine Unterfunktion entwickelt. Es könnte aber auch sein, dass Schilddrüsengewebe geschädigt wird und dadurch es zu Funktionsverlusten kommt. Oder die Schilddrüse bildet schon von vornherein viel zu wenig Hormone von sich selbst. Oder die Schilddrüse ist gar nicht angelegt. Erworbene Störungen sind folgende. Eine gesunde Schilddrüse kann sehr wohl eine Fehlfunktion entwickeln und das kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel aufgrund einer chronischen Entzündung der Schilddrüse entwickelt sich die Autoimmunerkrankung des Hashimoto-Thyreoiditis. Die kann einfach daraus resultieren, bei der Hashimoto-Erkrankung werden spezielle Antikörper gebildet, die die Schilddrüse dann angreifen. Das heißt, die Menge der Hormone sind einfach ungenügend. Warum der Körper dies tut, ist bis heute wissenschaftlich leider nicht erwiesen. Chronischer Stress ist eine absolute Indikation. Bewegungsmangel oder auch eine gestörte Darmflora. Also wieder die drei Punkte: hingucken,
Stress, Bewegungsmangel. Wie ernähre ich mich? Da habe ich ja einige Tutorials schon im Kanal, deswegen guck es dir bitte an, Pro, Präbiotika etc. pp. Jodmangel. Dieses Tutorial habe ich gerade letzte Woche abgedreht, wird irgendwann jetzt ganz bald hochgeladen werden. Und auch das kann wirklich ein Auslöser sein, dass die Schilddrüse natürlich in eine Störung kommt. Oder falls du hoffentlich niemals eine OP hattest, entweder wegen eines Strumas, also eines Kopfes. Das heißt, es ist einfach nicht mehr genügend Gewebe vorhanden, es konnte nicht erhalten werden. Oder es könnte, wie eben schon bei dem Beispiel der angeborenen Störung erklärt werden, ein Therapiefehler vorliegen. Das heißt, wenn man zu stark, zu hoch dosiert hat, eine Überfunktion, kann sich daraufhin eine Unterfunktion entwickeln. Und das merke ich sehr häufig, da komme ich gleich noch drauf, gerade im Wochenbett. Wie kann man das denn jetzt feststellen? Ganz einfach, wir nehmen wieder Blut, unser schönes Lebensserum. Wir haben Blutwerte, auf die wir schauen können, den TSH-Wert, FT3, FT4 und bestimmte Antikörper. Die könnten dann wirklich nochmal Aufschluss geben über das ganze Organ. Genauso können wir einen Ultraschall machen auf Größe und Beschaffenheit der Schilddrüse und unschwanger sogar ein Szintigramm. Eine unbemerkte Hypothyreose kann Fehlgeburten, Frühgeburten und Schädigungen am Ungeborenen leider wirklich machen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du in der Kinderwunschplanung bist, dass du mit deinem Gynäkologen, mit deiner Gynäkologin und mit deiner Hebamme schon mal darüber sprichst, um vielleicht diese Parameter noch mal ganz genau zu überprüfen. Ja, und die Schwangerschaft bedeutet einfach sehr viel hormonelle Veränderung. Und die Schilddrüse passt sich aber der neuen Situation an. Der Hormonbedarf ist aber demnach 50% höher. Und das heißt, übersetzt, eine vergrößerte Schilddrüse ist normal in der Schwangerschaft. Da auch der Jodbedarf höher ist in der Schwangerschaft, pro Tag nämlich auch, guck hier wie gesagt nochmal auf das Tutorial oder halt Rücksprache mit deiner Hebamme oder in deiner gynäkologischen Praxis. Schau, dass da der Bedarf auch gedeckt ist. Und durch die ansteigenden Schwangerschaftshormone wie HCG, Östrogen, verändern sich einfach auch deine Schilddrüsenhormonwerte. Und deswegen kann man dies immer wieder auch mal untersuchen und kontrollieren lassen in der Schwangerschaft. Gynäkologische Praxis, Hausarzt oder Endokrinologe sind die Menschen, die dir dabei helfen können. Das Leiden nämlich an einer Schilddrüsenerkrankung kann wirklich leider auch zum ersten Mal in deinem Leben in der Schwangerschaft auf dich zukommen. Deswegen halte da den Kontakt und achte auf die Symptome, die ich eben erwähnt habe. Und verliere es nicht aus dem Auge, auch wenn du bisher nie ein Problem damit hattest. Was ist aber jetzt in der Stillzeit? Stillzeit. Also gerade wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion oder ein Hashimoto in der Schwangerschaft hattest, ist es total wichtig, dass du auch weiterhin in der Stillzeit alle 3 Monate da zur Kontrolle gehst. Merk dir das wirklich selber, weil es ist leider auch so, da kann die ärztliche Praxis nicht immer ein Auge drauf halten und es geht gerade im Wust einfach oft unter. Auch wenn du aufgehört hast zu stillen, ist meine Erfahrung, bleib bei der Kontrolle dran, eher noch mal engmaschiger, weil das kann sich wirklich noch mal umstellen, viel später umstellen und dann reicht die jährliche Kontrolle nicht so gut aus und achte auf die Symptome. Gerade ist es oft auch die Zeit, so Ende des ersten Lebensjahres deines Kindes, wo du vielleicht schon in diesem Mama-Dasein angekommen bist, du hast langsam wieder Zeit, auch dich auf dich besser mehr zu konzentrieren. Vielleicht auch dieses Thema, so ich will jetzt wieder fitter werden, ein bisschen noch Gewicht verlieren und du merkst, es funktioniert überhaupt nicht. Und obwohl ich viel mehr schlafe als in den ersten 3, 4, 5, 6, 7 Monaten, bin ich immer noch mega müde. Und natürlich können das Nachwirkungen sein, aber verliere da die Schilddrüse bitte nicht aus dem Kopf. Es ist ganz gut. Und frag einfach, können wir die vielleicht nochmal abnehmen, die Parameter? Auch wenn ich nichts hatte, vielleicht noch mal ein Auge drauf halten. Das ist wirklich okay. Genau, solange du stillst, kann man außerdem das Szintigramm kann man nicht machen, aber wir haben die anderen Sachen wie Ultraschall und Blutparameter absolut zur Verfügung,
Und deswegen genießt das Stillen. Es ist super gut für dich, aber achte auf die Kontrollen. Und jetzt noch zu dem Thema unerfülltem Kinderwunsch. Was machen wir bei unerfülltem Kinderwunsch? Ich finde das ein bisschen crazy, dass bis zu 10% bei allen Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch eine Schilddrüsenerkrankung die Ursache ist. Und dass man da oft überhaupt nicht hinguckt oder sogar so Sachen existieren. Ja, wir checken die Frau erstmal richtig durch, wenn sie 3 Fehlgeburten hat, bei den gesetzlich Versicherten. Also, zahl es lieber selber und lass das auf jeden Fall checken, schon nach der ersten. Warum denn nicht? Weil es könnte sein, dass du einfach dann schon anfangen müsstest, die künstlichen Hormone aufzunehmen, über L-Tyroxin zum Beispiel als Tabletten, um dann einfach deinem Kinderwunsch wirklich realistisch entgegenzukommen. Denn ansonsten kann es wirklich sein, dass du Zyklusunregelmäßigkeiten hast. Die erschweren dann demzufolge natürlich eine Wunschschwangerschaft oder auch, dass die Follikelreifungsphase. Da spielen nämlich TSH und T3 eine super wichtige Rolle. Das heißt, die Entwicklung der Eizelle braucht einfach das. Und wenn das gestört ist, kann die Eizelle gar nicht gut heranreifen. Und daneben, neben allen Medikamenten etc. Vielleicht hast du schon mal was von Hormon-Yoga gehört. Auch diese Sachen sind präventiv gut umzusetzen. Guck mal, ob du eine Hormon-Yoga-Therapeutin oder einen Therapeuten in deiner Umgebung findest oder online. Und das macht nicht nur richtig, richtig viel Spaß, sondern das versucht man wirklich über bestimmte yogische Atmungssequenzen und Übungen und körperliche Übungen, deine Thymusdrüse und andere Drüsen zu stimulieren. Und da sind schon einige Frauen schwanger rausgekommen und haben sich bei mir gemeldet und waren ganz happy. Darmgesundheit, drauf gucken, deine Ernährung und was sich wirklich auch gut erwiesen hat, ist ein High-Intensive-Training, 2 bis 3 Mal die Woche, ca. 30 Minuten. Alles total gut und förderlich, um auch da in Schwung zu kommen und deine Schilddrüse wieder fit zu machen. Wie sieht die Therapie aus? Wie sieht eigentlich die Therapie aus? Also lebenslang angepasste hormonelle Therapie, Hormon-Yoga, Homöopathie, wenn du offen dafür bist. Die nehmen gerne die Steinblüte, habe ich festgestellt. Die Potenzen variieren immer nur, je nachdem, was man machen will. High-Intensive-Training, also HIT, kurz, knackig, Puls hochjagen, 30 Minuten, 2 bis 3 Mal die Woche, super gut. Jodhaltige Ernährung, Selen und Zink als Nahrungsergänzungsmittel oder noch mal gucken, wie kann ich das in meinem Alltag mit integrieren. Darmpflege, wie geht es meinem Darm, meine Darmgesundheit, meine Darmflora, Pro- und Präbiotika, Tutorial, noch mal im Kanal gucken. Das ermöglicht dir alles ein komplett normales Leben ohne Einschränkungen. Und die hormonelle Substitution erfolgt durch L-Tyroxin, wird als Tablette ersetzt und entspricht genau künstlich nur dem körpereigenen Schilddrüsenhormon. Es wirkt wie das körpereigene T4 und wird im Körper in Teilen in das Hormon T3 immer weiter umgewandelt. Nebenwirkungen super selten, wenn die richtige Dosierung von einem Experten, also hier Endokrinologe, Hausarzt oder Gynäkologen, für dich gefunden wurde, es regelmäßig kontrolliert wird, alles easy peasy. Sehr gut. Also das Gute zum Schluss, eine behandelte Schilddrüsenerkrankung bedeutet also keinerlei Einschränkungen für dich und sind alle Parameter wie Kontrollintervalle, richtige Dosierung, richtige Einnahme gesichert, dann erfreut sich dein Baby und du an körperlicher und geistiger Gesundheit. Und ich wünsche dir alles Gute. Lass es dir gut gehen. Feier dich und dein Kind heute. Bis ganz bald. Ciao. Lass mir gerne ein Feedback hier oder eine Frage. Bis bald. Tschüss.